Hallo, ich heiße Margot Schwindbacher, ich bin Literaturvermittlerin und freie Redakteurin, unter anderem für Reis Südtirol. Heute darf ich ganz tolle Bücher vorstellen, die hier in der Ausstellung unter dem Stichwort vielfach ausgezeichnet zu sehen sind, also Bücher, die internationale Preise gewonnen haben. Mit diesem Roman Zeitzuflucht ist der bulgarische Autor Georgi Gospodinov mit dem renommierten International Booker Preis ausgezeichnet worden. Und der Preis ist immerhin mit 58.000 Euro dotiert. Das ist für mich eines der ganz tollen Beispiele eines sehr klugen, sehr unterhaltsamen und gleichzeitig sehr erhellenden und philosophischen Romans, der absolut gut in die Zeit passt, in diese heutige Zeit. Es geht um die Vergangenheit und es geht darum, wie Vergangenheit künstlich rekonstruiert und inszeniert wird. Die Hauptfigur heißt gleich wie der Autor selber, der Ich-Erzähler Gospodinov. Der trifft einen anderen Mann, der heißt Gaustin. Die kennen sich seit ihrer Zeit in den späten 1990er Jahren in einem Literaturinstitut. Und damals ist dieser Gaustin schon aufgefallen. Der hat immer gewirkt, als wäre er ein bisschen aus der Zeit gefallen, eigenbrötlerisch und seltsam. Und inzwischen sind sich die beiden wieder begegnet. Gaustin leitet mittlerweile eine sehr seltsame psychiatrische Klinik in Zürich. Er ist dort Psychiater und spezialisiert auf Demenzerkrankte und auf Alzheimer-Patienten. Und da hat er eine ganz eigene Therapie entwickelt, die nennt sich Reminiszenztherapie. Und die funktioniert so, es werden einzelne Räume so gestaltet, dass man das Gefühl hat, man taucht in ein vergangenes Jahrzehnt ein. Die Möbel, die dort stehen, die Tapeten, die an den Wänden hängen, die Musik, die gespielt wird, die Filme, die gezeigt werden, die Zeitschriften, die aufliegen, die Mode, die die Betreuer und die Krankenschwestern tragen, ist ganz abgestimmt auf dieses jeweilige Jahrzehnt. Denn Gaustin ist draufgekommen, dass die Patienten weniger nervös sind, weniger desorientiert sind und weniger Beruhigungsmittel brauchen, wenn sie in einem bestimmten vergangenen Jahrzehnt leben können. Und Gospodinov, der Ich-Erzähler, soll ihm jetzt dabei helfen, diese Vergangenheit möglichst authentisch und glaubhaft zu rekonstruieren. Das Ganze zieht dann aber plötzlich ganz unerwartete Kreise, denn auf einmal sind es nicht nur die Alzheimer-Patienten, die gerne in die Vergangenheit zurückkatapultiert werden wollen. Nein, es sind auch scheinbar normale Menschen, die dann plötzlich ein Stadtviertel wollen, in eine vergangene Zeit rückverwandelt sehen. Und es geht dann noch weiter, plötzlich sind es ganze Länder, die sagen, eigentlich haben wir ein früheres Jahrzehnt als glücklicher empfunden. Wir wollen da wieder als Kollektiv in diese Vergangenheit zurückwandern. Beispielsweise gibt es den Staat Bulgarien, wo es sogar zu einem Referendum kommt. Da sind auf der einen Seite die Vertreter des Sozialismus, die sagen, eigentlich waren die 60er und 70er Jahre für uns das glücklichste Jahrzehnt. Wir wollen also da wieder mit Hilfe von sogenannten Reenactments Szenen aus dieser Vergangenheit wiederbeleben. Und dann gibt es eine zweite Fraktion, die wollen ins 19. Jahrhundert zurück. Das war jenes Jahrzehnt oder ein Jahrzehnt im 19. Jahrhundert, wo die Bulgaren innerhalb vom Osmanischen Reich zu sich gefunden haben, ihre Trachten entdeckt haben, ihre Sprache entdeckt haben, ihre Nationalität entdeckt haben. Und plötzlich wollen die Nationalisten eben in dieses Jahrzehnt zurück. Und man sieht schon, für Gaustin und Gospodinov geht die Arbeit nicht aus. Es ist nicht nur Bulgarien, es werden auch andere Länder Europas. Alle haben plötzlich diesen Zug zurück in die Vergangenheit, weil die Gegenwart wird als zu bedrückend empfunden, die Zukunft als etwas, wovor man Angst hat, wo man nicht recht weiß, in welche Richtung wird es gehen. Also sehnt man sich nach dieser Vergangenheit. Ich habe diesen Roman sehr, sehr aktuell empfunden, sehr klug. Er ist unterhaltsam geschrieben, gleichzeitig auch sehr philosophisch, denn wir erleben ja zurzeit, gerade wie es überall in Europa, gerade populistische Kreise danach verlangt, die Vergangenheit wieder auferstehen zu lassen, irgendwie die Geschichte zurückzudrehen und sich in eine geschönte Vergangenheit zurückzuträumen eigentlich. Insofern ist es wirklich ein sehr, sehr aktuelles Buch und es wundert mich nicht, dass dieser Autor wirklich mit einem sehr hoch dotierten internationalen Preis ausgezeichnet wurde. Wie kommen Autorinnen und Autoren zu ihren Stoffen? Das ist eine Frage, die eigentlich alle beschäftigt, die gerne lesen. Man fragt sich, wie viel Erfundenes steckt in den Büchern drinnen oder wie viel ist auch wahr und wie viel stammt aus dem Leben der Autorinnen und Autoren selber? Dieser Frage ist auch Judith Herrmann nachgegangen in diesem Buch, das mit dem Wilhelm Raabe Literaturpreis ausgezeichnet wurde. Wir hätten uns alles gesagt.
Das Buch besteht aus drei Teilen und diese drei Teile, diese drei Texte hat Judith Herrmann im Rahmen von Poetikvorlesungen geschrieben und auch vorgetragen an der Frankfurter Universität. In diesen Poetikvorlesungen setzt sie sich mit ihrem eigenen Schreiben auseinander und eben mit der Frage, wie viel steckt in ihren Erzählungen und in ihren Romanen an eigenem Leben drin, an dem, was sie beobachtet hat in ihrem Umfeld und auch an dem, was ihr erzählt worden ist. Das Ganze ist sehr, sehr anrührend erzählt und typisch Judith Herrmann, sie verschweigt auch ziemlich vieles. Das heißt auch im Untertitel vom Schweigen und Verschweigen. Das ist zum Beispiel gleich die erste Geschichte, in der sie ihren Psychoanalytiker trifft. Also sie ist mit einem Freund in der Stadt unterwegs, in Berlin unterwegs, in einer Nacht. Sie haben eine Tour durch die Kneipen gemacht und plötzlich trifft sie irgendwie unerwarteterweise ihren ehemaligen Psychoanalytiker. Sie hatte damals ihre Analyse abrupt abgebrochen. Jetzt steht er da und sie nutzt die Gelegenheit, ihn ein bisschen auszufragen, sich wieder mit ihm zu unterhalten und in ein Gespräch mit ihm zu kommen, nicht auf der Couch diesmal, sondern an einem Bartresen. Und das Interessante ist dann, sie erzählt, wie sie zu dieser Analyse gekommen ist. Sie erzählt von Freundschaftsverbindungen, von Wahlverwandtschaften, von Sommern, die sie zusammen mit Freunden in einem Sommerhaus verbracht hat. Und diese Zeit war ausschlaggebend für sie, dass sie überhaupt mit der Psychoanalyse angefangen hat. Und diejenigen, die Judith Herrmanns Bücher kennen, die wissen, dass alles, was sie jetzt hier mit ihrem Psychiater bespricht, auch zugleich schon in ihre Romane und in ihre Erzählungen eingeflossen ist. Und so ist es auch in Teil 2 und in Teil 3 dieser Poetikvorlesungen. Man ist immer so hin und her gerissen zwischen dem, was fiktiv ist und zwischen dem, was wirklich ist, zwischen dem, was sie eben erzählt und zwischen dem, was sie eben verschweigt oder auch umschreibt oder auch verfremdet, weil sie eben sagt, in diesem Verschweigen und in diesem Verfremden steckt auch ihre Freiheit als Autorin drinnen. Also ein Buch, das, glaube ich, für alle diejenigen sehr schön ist zu lesen, die ein bisschen wissen wollen, wie das Handwerk des Schreibens funktioniert, die immer schon sich gewünscht haben, einem Autor oder einer Autorin über die Schultern zu schauen und herauszufinden, ja, woher nehmen sie eigentlich die Inspiration und wie bearbeiten sie den Stoff, aus dem dann später tolle Literatur wird. Musik